Ich glaube, du brichst die Linie. Ich eröffne das Jubiläum der Hemeraner Pfadfindergruppe zum 60-Jährigen mit dem Gruß unseres Bundes. Seid allzeit bereit. Liebe Freunde, liebe Ehemalige, liebe Vertreter, liebe Gäste, seid alle recht herzlich willkommen. Besonders begrüßen möchte ich in dieser Runde, wo ich mich sehr freue, unseren Günther Schmidt, dass er es geschafft hat, heute herzukommen, finde ich richtig toll. Vielen Dank dafür. Ebenfalls begrüßen möchte ich Bernhard Blüting, einen der Gründungsväter unserer heutigen Truppe. 60 Jahre Pfadfinder in Hema. Mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen, als wir vor genau 10 Jahren in unserem heimischen Steinbruch gestanden haben und unser 50-Jähriges gefeiert haben, in ähnlicher Runde. Tja, so schnell vergehen 10 Jahre, für mich wie im Flug. 10 weitere Jahre, wo wieder viel passiert ist, wo viele Fahrten stattgefunden haben und viele neue Freundschaften entstanden sind, viele neue Gesichter bei uns eingetreten sind und viele ehemalige den Weg zurückgefunden haben. Ich freue mich, euch und Sie heute in dieser Runde hier stehen zu haben, in der Runde des Ringes. Wir haben letzte Woche begonnen mit unseren Jubiläumsaktivitäten, indem wir hier beim ortsansässigen Heimatverein eine Ausstellung eröffnet haben, die einige interessante Sachen und auch die bekannten Tafeln darstellt und zeigt. Ich bin mir sicher, dass der ein oder andere von euch und von Ihnen sich auf Bildern wiederfindet und sich gerne erinnert an alte Tage, an vergangene Fahrten und auch an Fahrten, hoffentlich erfreut, die jetzt bald folgen und kommen werden. Heute möchten wir mit euch, mit Ihnen, diesen Tag hier am Heimatmuseum im Park durchziehen und genießen. Unter anderem werden Waffeln gebacken, Stockbrot kann gebacken werden, man kann sich üben, im Bogen schießen und natürlich auch das Gespräch suchen. Soeben wird mir noch mitgeteilt, dass es noch einige Exemplare von unserer bereits erschienenen Chronik zu erstehen gibt und auch noch einige Exemplare vom Meißner. Ja, ich möchte nicht großartig viel mehr sagen. Ich freue mich auf Sie, ich freue mich auf euch, auf schöne gemeinsame Stunden. Lasst uns gemeinsam diesen Tag genießen und nicht so schnell vergessen. Ja, liebe Pfadfinderinnen, liebe Pfadfinder, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, für die Einladung zu diesen Feierlichkeiten möchte ich mich herzlich bedanken und Ihnen im Namen von Rat und Verwaltung die besten und herzlichsten Glückwünsche zu Ihrem 60. Geburtstag ausrichten. 60 Jahre, das ist noch kein Alter, gerade für eine Pfadfinderorganisation. Sie selbst schreiben in der Einladung zu diesem Fest, dass der Pfadfinderring Rote Erde erst 60 Jahre alt wird. Eigentlich müsste es dann ja heißen, 60 Jahre jung ist. Gemessen an der Geschichte und Entstehung der Pfadfinderbewegung ist das sicherlich völlig korrekt. Gemessen an dem,
was Sie seit 6 Dekaden in und für EMA leisten, allerdings grundlegend falsch. Seit einigen Jahren wird das bürgerschaftliche Engagement in Deutschland deutlich besser gewürdigt. Ja, es wird sogar durch Bund, Land und Kommune gefördert. Das wird Sie wahrscheinlich wenig kümmern, denn Sie leben uns bereits seit Jahrzehnten vor, was Ehrenamt und Nächstenliebe wirklich bedeuten. Wir alle kennen die Sprüche, jeden Tag eine gute Tat. Aber halten wir uns auch dran? Ein anderer Spruch lautet, wer will, findet Wege. Wer nicht will, Gründe. Hierüber sollten wir etwas nachdenken. Was ich sagen will, ist, dass es viele Gründesucher gibt, Pfadfinder, leider aber immer noch zu wenige. Obwohl, wenn ich mich hier umschaue, ist das eine stolze Anzahl, vor allen Dingen von Jugendlichen, die sie hier in den Reihen haben. Und das finde ich eine tolle Sache. Aber gerade für HEMA spüre ich seit einigen Jahren, dass Werte und Tugenden, die Bürgersinn und soziales Engagement zu neuem Leben erwacht sind. Wenn wir genau hinsehen, erkennen wir bereits deutliche Anzeichen für einen Wandel. Familie, Freundschaft, Partnerschaft sowie Eigenverantwortung und persönliche Unabhängigkeit sind inzwischen in. Der Einsatz für die Gesellschaft und für andere Menschen ist für viele Jugendliche ganz selbstverständlich. Sie sind nicht bequem, das sehe ich hier auf dem Festplatz. Während sich vielleicht andere Gruppenmitglieder am Kopf gekratzt hätten, als sie in der Einladung lasen, dass Kuchen und Grillsachen, Teller und Besteck mitgebracht werden sollen, ist das für sie eine Selbstverständlichkeit. Ja, ich glaube sogar, dass dieser Hinweis für Sie selber gar nicht hätte geschrieben werden müssen. Für die Pfadfinder ist es absolut normal, dass jeder Einzelne eine Kleinigkeit zum Gelingen dieses großen Ganzen auch beiträgt. Da muss ich gestehen, habe ich Nachholbedarf. Ich führe das alle nicht bei mir, aber ich denke und hoffe, dass ich da auch noch lernfähig bin, wenn ich das nächste Mal zu Ihnen kommen darf. Herzliche Glückwünsche, liebe Pfadfinder vom Ring Rote Erde, auf die nächsten 60 Jahre. Ja, ich denke, wir sollten loslegen. Der Grill ist angeschmissen, das Feuer für Stockbrot ist auch schon am Qualmen, die Ausstellung ist eröffnet. Viel, viel Spaß an diesem heutigen Tag. Los geht's! Wenn die Sonne die Ferne hinaus, lass die Sorgen den Alltag zu Haus. Von Bergen über grüne Auen lohnt es sich zu schauen in die weite Welt. Von Bergen über grüne Auen lohnt es sich zu schauen in die weite Welt. Kommt der Frühling zu uns in das Land, nimmt das Ränzel die Kampfe zur Hand. Durch Wände, Lande wollen fahren junge, frohe Scharen in die weite Welt. Durch Wände, Lande wollen fahren junge, frohe Scharen in die weite Welt. Das ist die Nachweise, wenn wir stehen.
wir lieben das Dasein auf der Erde, immer Neues werden in der neuen Welt. Denn wir lieben das Dasein auf der Erde, immer Neues werden in der weiten Welt. Das kann ich nicht. Freie Republik, kennt ihr die Freie? Ja, klar kennen wir das. Ja. Aber es könnt ihr das auch spielen? Ja. Ja. Bitte schön. In den Kerker saßen zu Frankfurt an dem Main schon seit vielen Jahren sechs Studenten ein, die für die Freiheit fochten und für das Menschenrechte der Freien Republik, die für die Freiheit fochten und für das Bürgerglück und für die Menschenrechte der Freien Republik. Der Bürgermeister, der sprach es täglich aus. Sie, Herr Bürgermeister, es weiß mir keiner aus. Und doch sind sie verschwunden. Stunde bei dem großen Sturm und doch sind sie verschwunden abends aus dem Turm. Wohl um die zwölfte Stunde bei dem großen Sturm. Und am anderen Morgen hört man den Alarm. Oh, es war entsetzlich, der Soldatenschwarm. Sie suchten auf und nieder, sie suchten hin. Studenten und fanden sie nicht mehr. Sie suchten auf und nieder, sie suchten hin und her. Sie suchten sechs Studenten und fanden sie nicht mehr. Doch sie kamen wieder mit Schwertern in der Hand. Auf, ihr deutschen Brüder, jetzt geht's ums Vaterland. Jetzt geht's um Menschenrechte und für das Bürgerglück. Wir sind doch keine Knechte der Freien Republik. Jetzt geht's um Menschenrechte und für das Bürgerglück. Wir sind doch keine Knechte der Freien Republik. Wenn euch die Leute fragen, wo ist Absalom, so dürft ihr ihnen sagen, ja, der hängt ja schon. Er hängt an keinem Baume, sondern an dem Glauben der Freien Republik. Er hängt an keinem Baume, er hängt an keinem Strick, sondern an dem Glauben der Freien Republik. Ich kenne das Volk nicht. Miri, das hast du sehr schön. Ja, wenn es dir sonst keiner spielt. Wenn der Abend naht, dann sagt und leis. Wo ist die zweite Stimme? Binden wir uns einem Feuerkreis. Und wenn ihr an seine Freunde denkt und auch den roten Wein ausschenkt, der kann bleiben, wo er ist. Draußen weht gewiss ein kalter Wind, doch die Feuerlichter erloschen sind für uns Sänger, wie ihr wisst. Schatten flackern am bleiben, wo er ist. Draußen weht gewiss ein kalter Wind, doch die Feuer nicht erloschen sind für uns Sänger wie.
Ja, da habe ich ja jetzt nicht mitgerechnet. Wollte eigentlich gar nicht mehr noch so mich präsentieren heute, aber nützt ja wohl andere nichts. Tja, Günther, du bist halt das an Urgestein, was jetzt hier noch da ist, nachdem der Bernhard Klüting ja leider relativ früh gegangen ist. Ne? Ja, der hat Besuch von seinen Kindern aus Norddeutschland und da muss er ja wenigstens die verabschieden und so. Weiß nicht, ob er nochmal wiederkommt, eher nein. Aber ich habe mich ja noch kurz gerade mit ihm unterhalten und was mich ja so ein bisschen überrascht hat, ich weiß nicht, ob ich es nur vergessen hatte oder ob dir das auch gar nicht mehr so präsent war, dass da ja doch anderthalb Jahre zwischenlagen, dass er also anderthalb Jahre erst nach Unna gefahren ist mit dem Fahrrad zum Heimabend, bevor er dann in Hema selber aktiv wurde. Anderthalb Jahre wusste ich nicht. Mhm. Ich wusste von ihm nur 1955, wäre er im Sommer unterwegs gewesen. Aber das scheint mir auch sehr kurzfristig gewesen. Dann hat er mir aber ein falsches Jahr gesagt. Ja. Vielleicht war das auch 54. Ja, dann wahrscheinlich. Aber das können wir ihn ja nochmal interviewen und könnten wir dann auch in der Berichtigung dann ja sicherlich auch noch mal wieder korrigieren. Ne? Nee, er sagte halt, er wäre also halt hätte zufällig im Urlaub da so einen Kontakt hergestellt, wie wir es ja auch schon das in der war ja auch mein Wissen beschrieben hatten, genau. Und wäre dann halt über anderthalb Jahre bei denen beim Heimamt gewesen und dann wäre es an ihn herangetragen worden, er könnte doch auch mal in Hema eine Gruppe machen. Und er hat das wohl, sagte er, das fand ich auch ganz interessant. Er war ja aus dem Waisenhaus und hatte einen Vormund dementsprechend und hat das so mehr oder weniger heimlich gemacht. Den hat er nie gefragt, weil er sich dachte, dann kann es mir höchstens verboten werden. Ne? Das ist zum Beispiel ein Wissen, was ich auch nicht wusste. Mhm. Weil er tat sich schwer, an diese Zeit sich im Detail zu erinnern. Mhm. Da tat er sich eigentlich schon immer schwer. Mhm. Und aber die ganze Euphorie, dass ich das mit ihm so aufgegriffen habe und dass wir so ins Gespräch gekommen sind, die Einladung damals und so weiter und dass den Kontakt wiederhergestellt habe, das hat ihm unheimlich, ist ihm unheimlich auch persönlich nahe gegangen. Das hat ihn richtig bewegt. Ja. Und dann, wie gesagt, als dann seine Kinder alle drei dann bei uns waren, das war natürlich für ihn auch was Besonderes. Ne? Ja. Ja, aber da hat er ja eigentlich gar nicht mehr lange so aktiv an der Gruppenarbeit hier teilgehabt. Das ging dann ja ziemlich schnell. Der war ja gelernter Modellschreiner in der Eisenhütte und ist dann zum Polizeidienst gegangen und ging dann weg erstmal zur Polizeischule, die Grundausbildung. Und deswegen hatte er ja auch die Zeit hier nicht mehr. Aber anfänglich fuhr er Motorrad und holte dann seinen Vertreter, den Hans Veit, dann ab, wenn sie irgendwo hinfuhren, vom Bund aus oder so. Und das ging vom Lehrlingsheim aus. Und dadurch ist das dann übergegangen praktisch an Hans Veit. Aber der hat ja dann auch eigentlich nur zwei knappe Jahre gewirkt und ist ja dann zur Marine gegangen. Und dann kam ja diese ganze Pfadfinderei auf mich zu. So war das ja. Ja, und wen man in den ersten Jahren ja auch nicht vergessen darf, ist natürlich der Arnold Hasselberg, ne, vom Lehrlingsheim, auch wenn er selber kein aktiver Pfadfinder war. Ja, richtig. Ausgangspunkt der Hemeraner Pfadfinderei, also das DPW, war eindeutig das Lehrlingsheim. Und zwar hat der Bernhard Klüting die gute Idee gehabt, ins Lehrlingsheim zu fahren und den Heimleiter zu fragen, ob es nicht interessierte Jungen gibt für die Pfadfinder. Der Hasselberg, der Heimleiter, war ein ehemaliger Spieß im 100.000-Mann-Heer. Und der war natürlich begeistert. Hat natürlich ganz klar gesagt, hier, das muss aber zackig sein, Disziplin, Pünktlichkeit und so. Wenn die zu den Heimamten gehen, die müssen pünktlich zum Essen da sein und so weiter. Hat dem Bernhard gesagt, überhaupt kein Problem bei Pfadfinder, das kriegen wir alles hin. Und dann wurde ja im Lehrlingsheim die erste Gruppe gegründet und das war aber eindeutig 1955, die Sippe Widokin. Damals noch im DPB, also im Deutschen Pfadfinderbund, 1911. Und da war ich dann auch drin ab 56 und geführt wurde die von Peter Zimmermann. Ja, und daraus wurde dann der Stamm aufgebaut, der wurde aber dann schon 57 als Stamm bestätigt. Ja, spätestens 57. Nee, noch früher.
55, 56 wurde der schon als Stamm bestätigt. Und den Wappenbrief haben wir dann am Bundeslager 1958 bekommen. Mhm. Da wurde dann auch der Stammeswimpel von Michael am Feuer geweiht. Mhm. Das war natürlich ein großes Erlebnis für mich, auch als 17-Jähriger. Ne? Mhm. Wie war das mit den Mädchen zu der Zeit? Die Mädchen... Die haben doch auch 58 schon ihren Mädchen Wimpel haben sich, und ihren Wappenbrief bekommen. Ne? Auch 58. Dadurch, dass eben Schwestern da waren von Jungen, die sich auch für die Pfadfinderei interessierte. Und die Elfrieda Bösch hat das damals aufgegriffen, weil von ihr zu der Zeit zwei, später drei Söhne auch beim Pfadfindern waren. Mhm. Dann hat sie die Mädchengruppe aufgemacht. Und heute war ja die Marianne Jansen da. Mhm. Die habe ich gar nicht gesehen. Ja, die stand ja längere Zeit mal bei mir. Und das ist eine von dieser Gruppe. Mhm. Die haben alle untereinander noch diese älteren Kontakte, obwohl die gar nicht mal alle hier wohnen. Mhm. Die treffen sich oben im Sauerlandpark. Mhm. Und sie hat ihnen jetzt die Chronik nahegebracht. Mhm. Und dass heute keine da sind, ich sage, das nehme ich nicht übel. Wir haben sich vielleicht auch ein bisschen geniert. Aber das wird sich ja mal lohnen, da den Kontakt noch mal aufzunehmen, ne? Um Kontakt die Chronik der Mädchen auch mal ein bisschen mehr mit Leben zu bringen. Ja, ganz genau. Mhm. Und sie hat mir aber gesagt, wir wollen irgendwann die einfach mal einladen in Steinbruch, also mit ein paar Älteren, ich dabei, und uns dann mit Fotos und so weiter austauschen. Sie forscht auch noch nach Fotos. Das ist toll. Bei den anderen. Aber da ist ja oft so, dass die Sachen dann irgendwann, ich bin nicht mal Pfadfinder, dass die irgendwie wegkommen oder durch Umzug oder Auszug aus dem Elternhaus oder so. Ne? Jedenfalls war das damals eine tolle Mädchengruppe. Spielten auch schon Gitarre, die haben wunderbar gesungen und waren aber eindeutig getrennt, Junge und Mädchen. Mhm. Also so eigentlich so sinngemäß wie jetzt auch getrennt. Ja. Ja, und dann in den 50er Jahren Bernhard Glüting, Hans Veit und 58 wurde ich ja dann schon gewählt. Musste, darüber war ich damals eigentlich gar nicht so glücklich, die Iserlohner Gruppe abgeben. Mhm. Aber die folgende Entwicklung mit Übertritt von den CPern hat ja Iserlohn auch gut getan. Mhm. Wir haben einen guten Namen. Mhm. Aber hier in Hema bist du dann ja auch in eine stürmische Zeit reingekommen, ne? Weil sich die Jungs da so ein bisschen getrennt haben. Ja. Als 17-Jähriger in eine sehr turbulente Zeit reingekommen. Etwa mit dem Besten, der eigentlich da war in der Gruppe, dem Peter Zimmermann, sind ja damals so 15 bis 20 Leute ausgetreten, vorwiegend Ältere. Und da hatte ich erstmal mich mit denen rumzuschlagen. Da gab es ja damals den Kampf um die Hütte. Und da gab es gleich 58, nachdem ich einen Monat gewählt war, die Fahrt nach Ostfriesland mit über 20 Leuten. Das Lager war angemeldet. Ja, und die andere Truppe kam auch zu denselben Bauern. Aber da haben wir uns dann schon vertragen. Mhm. Also das war dann schon irgendwie, was man sagen konnte. Ein friedliches Nebeneinander. Ja, nebeneinander. Aber was ich noch erwähnen möchte, zu der Zeit 55 gab es in Hema schon die christliche Pfadfinderschaft CP, die waren hier in Sundwig beheimatet. Und da war schon dabei der Klaus, weißt du das, Klaus Schulte. Den kenne ich aus dieser Zeit. Und der ist dann später, als die Gruppe sich ja auflöste, ist er nach Iserlohn gezogen und hat ja da wirklich auch eine sehr gute Gruppe gehabt, über Jahrzehnte auch. Ja. Ne? Deswegen allerdings glaube ich im Moment auch nicht mehr so viel übrig ist. Ne? Nein, er selber ist auch irgendwie krank, also auch nichts Gutes. Seine Mutter ist gestorben, mit der er zusammengelebt hat und so. Also das war alles nicht so, so ganz schön. Ne? Ja, und da gibt es leider ja auch nicht so die Nachfolge. Ne? Also, da war dann die Nachfolge nicht. Nein, er hat zwar immer wieder junge Leute gehabt, aber wie das dann so oft in diesen
Kreisen ist, wenn das nicht pfadfinderisch genug zugeht, so in diesen Kirchenkreisen, dann verläuft sich das oft schnell nicht. Dann machen die nun ein bestimmtes Alter und dann gibt es keinen Nachfolger und nichts und dann ist das eigentlich ein bisschen schade. Ja, wir, wie jedenfalls in Hema, auch nach diesem Zwist und dem Austritt, hatten ja eine gewaltig starke, mit knapp 50 Leuten Wölflinge, so im Alter von 8 bis 12, vielleicht auch mal bis 13, die der Jochen Böscher führte und aus denen wir dann in den nächsten Jahren immer doch wieder junge Nachwuchsführer bekommen haben. Und meine Stütze war weiterhin das Lehrlingsheim, denn ich sehe nämlich, als die ausgetreten waren und Thorsten Schomburg dann in das Lehrlingsheim kam, kam da eines Tages mit 12 Mann zum Mittwoch zum Heimabend. Da waren wir plötzlich doppelt so viel. Alles Lehrlingsheim. Ja. Das Lehrlingsheim, das war wirklich, wirklich die Heimat. Ja, und unsere, und dann, wie gesagt, 59 mit der Hütte in den Steinbruch, mit Erlangen des Steinbruches. Trotzdem für die Jüngeren von der Stadt Hemer, das Jugendheim Mamperik, da haben wir natürlich dann mächtig aufgebaut. Irgendwo in der Chronik steht ja auch mal eine Zahl drin, das war dann irgendwie 77 hatten wir eigentlich bei den Jungs alleine schon drauf stärker, 120 Jungs. Ne? Wenn auch davon 50, 60 Wölflinge. Ja, und die Gruppenführer wechselten natürlich auch bei den Wölflingen, das hat oft Löcher gegeben. Da mussten dann Egge, Piwak und auch ich und Schorsch dann abwechselnd einspringen, wenn dann mal wieder ein Führer plötzlich aufhörte, damit die Gruppe sich nicht auflöste. Das war natürlich. Wobei ja damals die Strukturen eigentlich auch ganz anders waren als heute. Ne? Dass man so eine riesen Wölflingsmeute hatte, das ist ja jetzt eigentlich dadurch, dass wir die kleineren Horten haben und auch so ein bisschen mehr altersgemischt, ja eine ganz andere Arbeit gewesen. Später eine ganz andere Arbeit geworden. Nur so ließen sich eigentlich später auch die großen Lager nur durchführen. Das hätte man ja. Ja, oder umgekehrt, das war die notwendige Konsequenz daraus. Das dass einem nicht viel anderes übrig blieb. Ja. Ja, und die Verbundenheit zur Hemer, die ist natürlich bei mir persönlich auch immer mehr gewachsen. Und ich bin ja dann auch schon wieder. Wo du eigentlich Iserlohner, also ich meine, eigentlich warst du ja, kann man ja gar nicht sagen, dass du hier verwurzelt warst. Du bist ja auch hier erst hingekommen als Jugendlicher, ne? Aber ja, ich bin doch hier erst in Iserlohn gelandet. Ja, ich bin hier mit 14 Jahren hier im Lehrlingsheim gelandet. Ach ja, stimmt, im Lehrlingsheim. Aber dann Lehrlingsheim, habt ihr doch in Iserlohn gewohnt, ne? Und dann zwischendurch, aber dann von 57, dann 10 Jahre oder was in Iserlohn gewohnt. Ja, und dann ging das immer mit dem Fahrrad nach Hemer, ne? Zu den Heimat. Und da war ich auch gut im Training. Kann man auch wohl sagen. Ja. Bist du dann eigentlich wegen der Pfadfinder nach Hemer gezogen, kann man das so sagen? Ja. Ich habe dann intensiv in der Hemer gesucht und habe dann Igor ist 77, habe dann 78 dann da wo ich jetzt wohne, einen Bungalow am Bergmannspfad gemietet. Da haben wir dann 4 Jahre gewohnt und seitdem bin ich ja nicht mehr geblieben. Da habe ich gesagt, da gehe ich auch nicht mehr weg. Ich bin also, fühle mich Hemer richtig verwachsen. Und durch die letzten 23 Dienstjahre am Bau bei der Stadt Hemer holte ich natürlich immer mehr Hemer ran. Kenne hier eigentlich jeden Winkel, das kann man so sagen. Ne? Ja, und ja, die Weiterentwicklung dann zu den großen Gruppen, zu den großen Lagern zwangsläufig. Dann später wieder zurückgebaut, eigentlich durch den Ring 87, kam dann natürlich mal wieder ein entscheidender Schritt, sagen wir auch mehr auf kleinere Gruppen auf Horten zu gehen. Ich war kein Stammesführer mehr. Wir brauchten einen Jungschaftsführer. Und die ganze Struktur hatte sich ja inzwischen auch im Bund verändert. Die Wölfingsmeuten, so, die gab es nicht mehr. Der BDP später in Hemer, die hatten ja grundsätzlich für die Wölfingsmeuten junge Frauen. Ja. Die hatten so erstklassige Wölfingsgruppen mit den Frauen. Das funktionierte so gut, habe ich oft gesagt, ja, wenn das bei uns möglich wäre, das würdest du auch zulassen. Ja, ich glaube, das habe ich auch oft beobachtet, dass die Jungen in dem Alter, wo die bei uns eine Gruppe übernehmen, einfach noch nicht so diesen, oder vielleicht auch später nicht diesen Gluckentrieb haben, sage ich mal, wie der bei den Mädchen dann doch vorhanden ist. Ne? Die kümmern sich auch gerne um die Kleinen, ne? Und haben halt eher dann schon sowas genau, Mütterliches. Ganz genau. Kann man emanzipiert sein, wie man will. Irgendwie haben die da
meistens einen anderen Zugang. Die hatten beim BDP so einen bestimmten Ausdruck, der mir aber entfallen ist, der mir im Moment nicht einfällt. Für die Führerin von Akela. Ja, ich glaube ja. Mhm. Ja, ja, richtig. Das kommt genau. Ja aus dem Dschungelbuch. Genau, kommt aus. Ja, natürlich, klar. Mhm. Egal. Kommt aus dem Dschungelbuch, genau. Mhm. Ja, aber was ja auch eine große Veränderung erfahren hat, haben wir ja gerade schon angesprochen, sind ja gerade so die Fahrten. Ne? Also in den ersten Jahren, da wart ihr ja zwangsläufig nur mit Fahrrad oder zu Fuß unterwegs, weil es ja gar keine anderen Möglichkeiten gab. Ich erinnere mich da auch an wunderbare Fotos zum Beispiel von Schorsch mit dem Fahrrad und dem Gepäck. Ne? Das ist ja ganz großartig. Es war richtig, dass wir in den ersten Jahren hier die Heimat benutzt haben. Die Täler, Hönnetal, Stefanoplertal, Nieringsertal, Immertertal, so das waren unsere, das zog sich bis zum Einsiedler hin und das zog sich bis zog sich bis fast nach Neuenrade hin, zum SGV-Heim, glaube ich, das ist jetzt so ein Aussichtsturm oder so. Ja. Bis dahin, das waren so unsere Wege und damals, wenn wir bei den Bauern gefragt haben, kriegten wir überall Stroh. Mhm. Und kriegten auch überall Lagerplätze und hatten keine Ärger, weil wir auch vorbildlich keinen Müll liegen ließen, alles wieder sauber weggeräumt haben. Im Gegenteil, wenn wir irgendwo waren im Tal und da war gerade Ernte, Heuernte, habe ich gesagt, komm Jungs, wir packen mit an. Mhm. Dann haben wir noch richtig dafür was zu essen gekriegt. Ne? Mhm. Also das war schon klasse. Mhm. Schon klasse. Und für euch war das dann ja ein ganz schöner Umbruch und ja ganz neue Möglichkeiten, als ihr dann so langsam motorisiert wart und die ersten Autos in der Gruppe waren. Ne? Ja, das kam aber auch, das ist richtig, das kam auch so ein bisschen aus dem Einfluss von Erich Horn, der eben auch in die weite Welt wollte in Europa. Und der uns natürlich auch beeinflusst hat. So bin ich ja mit dem das erste Mal 1960 in Jugoslawien gewesen. Mhm. Mit was für einem Auto? Mit einem Käfer, 5 Mann bis Salzburg, einer per Analta, Fässchen, der spätere Zahnarzt. Und dann mit dem Zug nach Jugoslawien rein. Mhm. Immer wieder die Fahrt unterbrochen und eine bis runter südlich nach Bitola. Mhm. Von da aus wieder nach Skopje, dann von Skopje. Erst mit der normalen Bahn und später mit der Schmalspurbahn um Albanien rum zum Ochridsee. Mhm. Und und dann habe ich 64 dann gesagt, okay, mit mehr Leuten, mit Hemeranern, hat Schorsch einen Bulli geliehen und dann sind wir mit 8 Leuten 64 in Jugoslawien gewesen. Mhm. Da fing das so ein bisschen an, dann kamen eigene Autos und dann sind wir ja dann auch größere Fahrten gemacht zum Nordkap, haben aber immer jedes Jahr den Rest, der nicht mit konnte oder mit wollte und vor allem die Wölflinge, immer wieder einbezogen und es gab jedes Jahr ein zusätzliches Wölflingslager. Mhm. Wir haben nicht einmal gesagt, wir fahren jetzt 3 Wochen nach Jugoslawien, für die Kleinen gibt es nichts. Entweder hatte ich ein Wölflingslager, einen Wölflingsführer, der das machte oder 2 große und wir waren ja damals auch, waren ja so wie Schorsch und so, alle irgendwie im Studium. Und wir hatten ja im Sommer 2 Monate Semesterferien. Da konnten wir so richtig, aber meist einen Monat gearbeitet oder 3 oder 4 Wochen und die übrige Zeit war dann eben Pfadfinderteil. Mhm. Also das ist wirklich echt gut gelaufen. Ja. Na gut, aber auch die Bereitschaft da wirklich so viel Zeit da reinzustecken. Ja. Ja, als ich beispielsweise zur Bundeswehr musste, 64, ja, da war der Schorsch zu der Zeit, ich weiß nicht, was er gehabt hat, von seinem Unfall aus oder noch. Da war er zu Hause in Ostfriesland bei seinen Eltern. Mhm. Und da habe ich ihn angerufen. Ich sage, Schorsch, du musst kommen, hier bricht alles zusammen. Die Pfadfinder brechen zusammen, der Fanfarenzug läuft nicht. Ja, sagt er, ich bin übermorgen wieder unten. So. Mhm. Und dann lief das wieder. Ja. Dann hat er die Bundeswehrzeit. Mhm. Ich hatte ja Glück, dass ich nach einem Vierteljahr, also 63, schon wieder nach Hema versetzt wurde und da hatte ich mehr Zeit für die Pfadfinder als jemals sonst, weil der Spieß seine Söhne bei uns hatte, in der Gruppe hatte. Mhm. Das hast du Glück gehabt? Spitze. Ja. Mhm. Oder die ganze Gruppe hat da Glück gehabt? Ja, insofern hatte ich Glück gehabt. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt so
Wenn ich jetzt so zurückblicke auf die 60 Jahre, dann sind die irgendwie durch das ausgefüllte Pfadfinderleben, oder durch die ganze Freizeit, die auch ausgefüllt war, sind die also eigentlich ruckzuck vergangen. Gibt es bei den ganzen Fahrten, die du so erlebt hast und ja meistens auch als Führer geleitet hast, gibt es da irgendwas, wo du dich ganz besonders dran erinnerst, wo du sagst, also die sticht so richtig hervor? Ja, jetzt im positiven Sinne. Ja, das hoffe ich ja. Ja, im positiven Sinne. Ja, ein Negativerlebnis hatte ich mal, als wir in einem Bundeslager waren, in Kloster Möllenbeck. Mhm. Da war eine Kiesgrube und da schwangen sie alle rein. Mhm. Und da schwang auch Heinz Kurzjohle von der Lohstraße rein. Die war aber 5-6 Meter tief, am Rand schon. Mhm. Schwang alle rein. Der sprang auch rein, obwohl er gar nicht schwimmen konnte. So, und dann standen sie alle am Ufer. Und was mache ich in meiner Not? Auch kein erstklassiger Schwimmer. Natürlich Halstuch ab, war sonst alles an. Hinterher geschwommen. Ja. Und hab den da rausgeholt. Hm. Als ich dann endlich mit ihm wieder hochkam, da waren dann zahlreiche Hände und haben uns an Land gezogen. Okay, aber an Heinz Kurzjohle habe ich trotzdem eine schöne zusätzliche Erinnerung. Der hat als Gesellenstück, als Bauschlosser, hat er eine Außenlampe geschmiedet, eine ganz tolle. Die hängt bei meiner Mutter an der Wand. Nee, ist aber Heinz Kurzjohle. Ja, die positiven Erfahrungen waren eigentlich grundsätzlich, dass es mir auch so ein bisschen gelungen ist, die einzelnen Fahrtenmannschaften oder Fahrtenmannschaften zusammenzustellen, die durch Zufall oder warum auch immer oder aus gutem Willen immer gut harmoniert und funktioniert haben. Mhm. Ja, und dann hatte ich natürlich noch so zum Abschluss meines Ringvogtes 2005 hatte ich natürlich noch ein ganz besonderes positives Erlebnis, dass du meine Nachfolgerin warst. Das muss ich nochmal positiv rausstellen. Naja, ich glaube, die größte Leistung bestand darin, zu sagen, naja gut, ich mache das. Weil die Fußstapfen einfach so groß waren, dass man die eh nicht ausfüllen konnte. Ne? Das ist schon mal schwierig, wenn jemand das so lange gemacht hat. Und du warst ja auch immer jemand, der die Gruppe extrem geprägt hat und der einfach auch unglaublich respektiert war von allen Seiten. Ja, und das muss ich sagen. Aber ich habe halt einen Stand. Ich hab aber auch nicht nur von meinem Willen und meinem Ehrgeiz und meiner Erfahrung gelebt, sondern auch davon gelebt, dass ich mit euch, ich erinnere an das letzte Lager in 2004, ja, praktisch 20 Erwachsene mit hatten. In Wales. Wales, ja. Für die über 80 Leute. Und du hast ja gesehen, so ein Lager funktioniert dann mit allem drum und dran und hat auch auf die Waliser, denke ich mal, tiefen Eindruck hinterlassen. Ne? Das war für mich ja damals so als Ringvogt eigentlich der krönende Abschluss. Und natürlich die 50-Jahr-Feier, die wir ja größer aufgezogen hatten. Obwohl ich jetzt hierzu sagen muss, für die 60-Jahr-Feier, was drin aufgebaut ist, was ich hier erlebe, mit der Beteiligung und mit Verpflegung und allem drum und dran, finde ich großartig. Ich bin froh, dass ich dabei bin, wenn ich auch noch etwas wackelig bin. Na, sind wir alle froh, dass du das geschafft hast, dass sie dich rechtzeitig wieder in Freiheit entlassen haben dafür. Ja, ich habe ja in meiner Zeit als Pimpf, sag ich mal, eigentlich nur die Zeit der großen Lager mitgekriegt. Fahrten waren da ja eigentlich nicht so an der Tagesordnung. Habe ich ganz wenig erlebt, dass wir wirklich wandern gegangen sind. Das waren ja eigentlich, wenn dann, Hikes aus den Sommerlagern heraus. Ja. Ne? Ja, ja. Und da kann ich mich ganz besonders noch an Griechenland erinnern, 88. Ja. Da bist du auch mit so einer jungen Truppe losgezogen, ne? Ja. Kannst du davon mal ein bisschen erzählen? Ja, selbstverständlich. Da hatten wir alle großen Spaß dran, wenn ich mich da so erinnere. Die hatten doch irgendwie eine dicke Lippe riskiert, ne? So, dass du das nicht mehr kannst oder so. War das nicht so? Ja, die hatten, das war Hansi, der hatte mich rausgefordert. Ja. Hansi, der selber vom Wandern mit Gepäck überhaupt nichts hielt, dem hatte ich gesagt, ich sage, hör mal, die machen alle Hikes hier. Ich sage, wie sieht das? Michael ist ja auch noch losgezogen, verschiedene Gruppen. Und da habe ich ihm gesagt, ich sage, wie sieht das denn mit dir aus? Ja, sagt er, mach du das doch, sagt er. Du schaffst das doch sowieso nicht mehr. Ja, ich sage, das will sich rausstellen. Ich sage aber, wenn du mich so herausforderst,
dann suche ich Freiwillige. Und dann fand ich ja so ungefähr so 10 Freiwillige. So, und dann habe ich die allerdings habe ich ihnen gesagt, ich sage, das, was jetzt kommt, wird richtig hart. Ich sage, ihr müsst richtig Klamotten schleppen. Wir dürfen kein offenes Feuer machen. Wir wollen kochen. Wir brauchen eine 11 Kilo Gasflasche. Wir brauchen einen Gaskocher. Wir brauchen eine 10 Liter, mindestens 10 Liter Wasserbehälter, 2 Stück. Wir brauchen ein paar dicke Melonen. Wir gehen in die Berge. Und dann sind wir ja... Und weil du der Günther warst, hat das natürlich keiner in Frage gestellt. So, es hat keiner in Frage gestellt. Ich habe gesagt, ich muss die Hände frei haben. Da wollte ich es auch ein bisschen provozieren. Mhm. Ich muss die Hände frei haben. Und ich muss den Kompass nehmen. Mhm. Wir sind auch nach Kompass gegangen. Ne? So, und da habe ich meinen Rucksack, mein eigenes Gepäck. Und das andere, wenn ihr denn wirklich los wollt, ihr könnt euch das noch überlegen, das wird hart. Ja. Dann sind wir losgetigert. Haben oben am Brunnen Wasser geschöpft, an dem Friedhof vorbei und dann oben in die Berge. Und das war hart, auch ohne Gepäck hart. Und hier, der Andreas Schlüter, ist er noch da? Ich weiß nicht, ich habe gerade Markus Junge kommen gesehen. Ich glaube, ja, der könnte Markus auch dabei Junge, gewesen die sein. Die werden zusammen im Museum sein. Der schleppte die Gasflasche die ganze Zeit. Einer hatte vorm Bauch so die lose Melone, nirgendwo drin, ging ja nirgendwo rein. In den Rucksack ging sie nicht rein, das war eine ganz dicke. Und dann sind wir losgezogen. So, und dann sind wir abends noch gewandert, wurde es dann schon dunkel, weil dann die Hitze nicht mehr so da war. Ich sagte, das geht jetzt in die Berge. Und wir hatten eigentlich vor, das sollte mehrere Tage dauern. Und wir wollten so eine Rundwanderung machen, da gibt es dann noch einen Felsen, wo damals runtergestürzt wurden oder runtergestürzt sind, jede Menge Griechen. Warum, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Kann ich aber im Reiseführer nachlesen. Auf jeden Fall sind wir dann in die Berge gekommen abends. Und dann kamen wir an einem Gehöft vorbei. Da war draußen ein Esel angebunden, an einer langen Leine. Und dann sah ich so zu dem... Ah, wie hieß denn der Kumpel da von dem Andreas Hader da? Thorsten Nantke. Thorsten Nantke. Ich sag, Thorsten, du versuchst jetzt mal auf den Esel zu steigen. Ne? Ja, wie soll ich denn da drauf kommen? Ja, ich sag, du ziehst ihn jetzt an der Leine an dich ran und dann springst du oben drauf. Das machte der und als er drauf sprang, flog er sofort wieder runter. Der Esel bockte und fing an zu schreien. In dem Moment geht die Haustür auf. Da kommt ein Grieche im Nachthemd bis zum Ärmel. Wir haben uns befinkelt vor Lachen. Das war ein Bild, der macht die Tür auf. Und wir haben ihm nur gesagt, wir gehen schon. Dann sind wir weitergezogen. So, dann haben wir irgendwo uns hingelegt zum Schlafen. War ja kein Problem. Und da waren auch keine Mücken. Und am nächsten Morgen kamen wir an die große Wasserleitung, die vom Johanninasee bis Prevesa geht. Die ist damals gemauert worden über... ich weiß nicht, über 70, 80 Kilometer oder so. Da haben die eine Wasserversorgung vom Johanninasee bis Prevesa gemacht. Darf ich jetzt mit Sion rein? Darfst du machen, mein Süßer. Aber nimm jemanden von den Älteren mit. Mit Trinkwasser. So, und da sage ich zum Thorsten Nantke. Nee, ich muss mich gerade mit dem Günther unterhalten. Frag mal den Johann. Und da sage ich zum Thorsten Nantke, und du gehst jetzt mal gucken, ob in der Wasserleitung, also ein bisschen spannend gemacht, ob da nicht ein Feind liegt. Ne? Ja, wie soll ich das dann machen? Ja, ich sag, hältst deinen Rucksack auf, falls wir schnell weg müssen, damit du den mitnehmen kannst. Und wenn dann ein Feind ist, drehst du dich um und wir hauen ab. Ja, und wie soll ich da jetzt hinkommen ungesehen? Ich sag, du musst auf den Boden kriegen. Und da war so Hochstaub, so Hochstaub. Dann schmiss er sich hin, so eine Wolke, dass man ihn nicht mehr sah, und dann robbte der dahin. Ja, und dann stellten wir fest, da ist kein Feind. So, und dann ging es weiter in die Berge. Und in dem Höhenunterschied von vielleicht 20, 30 Metern kamen Mücken, solche Apparate. Ich sage, umdrehen. So, dann haben wir beratschlagt. Ich sage, jetzt kochen wir erstmal Tee, essen was. Und dann sehen wir, was wir machen. Ich sage, jetzt könnt ihr euch das aussuchen. Da waren wir aber schon, denke mal, in den 1,5 Tagen so 30 Kilometer berghoch hatten wir geschafft. Oder 25, weiß ich nicht mehr genau. Ja, und dann wurden die ersten müde. Ich sag, wer will weiter?
Die Jüngsten, unter anderem, der war 14 Jahre alt, der Andreas Schlüter. Mhm. Die Jüngsten, die haben gesagt, Günther, wir machen weiter mit. Mhm. Ich sage, dann können die Ersten zurückgehen. Die ersten zwei, ich weiß nicht mehr, wer es war. Aber ich glaube, es war auch Thorsten Lande, einer von den Ersten. Dem habe ich dann die Gaspulle in der Hand gedrückt. Ich sage, dann geht ihr schon mal zurück zum Lager. Ja, und dann haben wir noch einen weiteren Versuch gemacht, sind noch weiter in die Berge, kamen irgendwann aus der Mückenzone auch raus und dann merkte ich. Und dann habe ich ihnen gesagt, pass auf, jetzt Folgendes, da waren wir aber nachher nur noch, glaube ich, 5 Mann. Und die anderen 5 waren schon zurück. Da habe ich ihnen dann gesagt, ich sage, wenn ihr nicht mehr könnt oder nicht mehr wollt, ich sage, ich nehme es euch nicht übel, dann gehen wir zurück. Aber ich sage jetzt nicht, wir gehen zurück. Ich hätte keine Lust mehr. Ich konnte auch noch. Ich war da gut in Form. Ne? Ich war da gut in Form. Ja, und dann irgendwann sagten sie, ja, vielleicht können wir doch zurückgehen. Ne? Mhm. Da hätten wir aber noch mal 30, 40 Kilometer vor uns gehabt. Ne? Mhm. Und dann kamen wir ins Lager zurück. Na ja, und den weiteren Weg, den wisst ihr ja dann. Mhm. Ich hatte erst mal einen Tag Migräne. Aber es war ein bisschen... Ja, die hätte ich ja häufig heimgesucht. Überanstrengung. Ja. Auch Überanstrengung, ja. Mhm. Ja. Was war denn für dich immer das schönste Fahrtenziel? Wo bist du am liebsten hingefahren? Ich bin am liebsten nach Schweden gefahren. Wann warst du das erste Mal in Schweden? Ich war das erste Mal in Schweden 1967 auf der Fahrt. Auf der Nordlandfahrt, auf der großen. Auf der Nordlandfahrt, ja. Zum Nordkap. Und nochmal in den 70er Jahren mit einer großen Gruppe, über 30 Leute, nochmal zum Nordkap, wieder in Schweden. Unterschiedlich dann von Schweden zurück, einmal durch Schweden, einmal dann über die Westküste von Norwegen zurück. Und dann haben wir 1989 Osterfahrt gemacht. Renate war mit, Boris Igor waren mit, Markus Brambauer war mit, Sven Kislert. Und haben bei dem Hans Milch, den Renate von der Sauna kannte, einem Schweden, den haben wir besucht und haben einen Platz fürs Sommerlager gesucht. Mhm. So, da haben wir bei Ostern nichts gefunden, aber der hat dann einen Platz organisiert, praktisch an dem Scouthaus von Falschhofen, ja. Da in der Nähe von der Hütte. Da waren wir dann doch auch im Herbst in dem Jahr. Da waren wir dann auch im Herbst das erste Mal. Und seitdem fährt er jedes Jahr eine Fahrtengruppe nach Schweden. Mhm. Also ich sag mal so, schätze mal so, mit den Sommerlagern waren ja zwischendurch nochmal Sommerlager, 2 in Schweden. Also so 25 Mal, denke ich, war ich in Schweden. Mhm. Mhm. Als ihr so die ersten Fahrten mit den Autos gemacht habt, war das ja trotz Motorisierung immer noch ganz schön abenteuerlich, ne? Diese weiten Strecken und auch noch nicht der Luxus wie später, ja. Ne? Wo die... Ich sag mal, die Truppe ja schon ein bisschen verweichlicht war. Ne? Die Truppe war dann vielleicht etwas verweichlicht, aber man sich mit Reisebussen bewegt hat. Ja, Reisebusse, um ans Ziel zu kommen, das ist richtig. Ne? Aber wir sind ja dann auch irgendwann mal kritisiert worden, auch von eigenen Leuten, bis die dann nach Mallorca flogen und da angeblich gewandert sind. Aber auch nicht nur gewandert sind. Und da habe ich gesagt, also da brauchst du eigentlich gar keine Hemmung haben. Ich finde auch selbst das Standlager in Griechenland mit den Fahrten zum Ioannina-See und in diese wunderschöne Tropfsteinhöhle, auch das, muss ich sagen, im Nachhinein fand ich vertretbar. Also wir haben immer ja auch in den Lagern viel vom Land gesehen. Das war schon so. Ne? Auch in Wales waren wir unheimlich viel unterwegs. Und als wir im Gilwell Park waren, das werde ich auch nie vergessen, wie wir da mit 80 Leuten durch London gelaufen sind, kreuz und quer im strömenden Regen. das waren ja schon auch alles tolle Erlebnisse. Aber es war so die Zeit der großen Lager. Mhm. Und wir haben immer sehr, sehr kostengünstig gearbeitet. Weil der Fanfarenzug damals immer viel Geld eingespielt hat. So für so einen Auftritt in Remscheid oder so, da gab es 1000 Mark. Oder in Alfstedt, da am Schützenfest, gab es 1000 Mark für das Wochenende. Und das ist ja immer in die Fahrtenkasse geflossen. Mhm. Und wir haben ja immer, das weißt du ja auch, immer gesagt, dass jemand nicht mitfährt, weil er das Geld nicht hat, das gibt es bei einem Himmeraner Fahrtfinder nicht. Mhm. Und wenn ich mal privat jemandem was gegeben habe,
was natürlich auch schon mal der Fall war oder auch öfter, aber muss ich ja nicht unbedingt erzählen, aber dann eben über diese Zuschüsse das günstig gemacht haben. Deswegen fuhren auch so viele mit. Ja, und ja auch nicht nur über die Zuschüsse, sondern allein dadurch, dass bei uns ja nie irgendjemand, der als Gruppenführer mitgefahren ist, dafür irgendeine Entschädigung haben wollte oder nein, sowas, sondern im Gegenteil, jeder auch seinen Fahrtenbeitrag geleistet hat, ne? war das ja schon ein Grund, dass wir immer sehr preiswert sein konnten. Ja. Ne? Das muss ich noch mal dazu sagen. In anderen Verbänden waren die Gruppenführer frei, die fuhren auf, Gruppenkosten. Oder haben sogar noch ein Entgelt bekommen, Oder haben sogar noch Geld gekriegt für den Aufwand. Und das gab es bei uns nie und sollte es auch nie geben. Das hätte auch nichts mehr mit unserem Selbstverständnis zu tun. Ne? Es ist ja halt keine offene Jugendarbeit oder sowas wie so Fahrten vom Jugendamt oder dergleichen, sondern es ist ja halt eine solidarische Gemeinschaft. Das ist gut so und das sollten wir auch weiterhin so halten. Aber es hat sich ja schon auch wieder viel geändert. So ein großes Sommerlager vom Ring hat es jetzt schon etliche Jahre nicht mehr gegeben. Ich glaube, 2004 war wirklich das letzte in der Form. 2004. Ja gut, Streitwiesen 2007, da war es, das war auch noch. Streitwiesen, das war auch noch. Aber es hat sich ja auch wirklich auch viel geändert in der Hinsicht, dass es gar nicht mehr so selbstverständlich ist, dass alle überhaupt so einen Wert auf diese Sommerfahrt legen, weil ja auch die Familien selber viel mehr in Urlaub fahren, als das früher der Fall war. Das spielt schon mal eine große Rolle. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass es nicht mehr so der Grund ist, dass jemand nicht mitfährt, dass es am Geld liegt. Das ist, glaube ich, wirklich weniger geworden. Nein, wenn ich jetzt weil wir wirklich einfach immer so unverhältnismäßig günstig sind im Vergleich zu allem anderen, was angeboten wird. Ja, aber trotzdem hat sich die Gestalt der Fahrten immer noch. Hat sich ja gewaltig geändert so in den letzten 10 Jahren, sag ich mal. Ne? Ja, es ist ja gut, dass durch Panther und Cherokee, durch die beiden Gruppen, sagen wir mal, dieses Wandern wieder im Sommer wieder in Mode gekommen ist, beziehungsweise wieder ausgeprägter ist, wie es ja auch sein soll. Ich bin trotzdem der Meinung, wenn man zentral, selbst im Reinhardswald, ein Ringlager gemacht hätte und die Gruppen hätten da für sich dann ihre Hikes machen können und man hätte sich dann die letzten Tage wieder da getroffen in dem Standlager, einige hätten ja da bleiben können, dann wäre das auch eine gute Form. Ja, für diesen Sommer ist es ja so angedacht. Ja. Kam jetzt nur leider so spät raus, dass das wahrscheinlich nicht mehr so eine riesengroße Gruppe werden wird. Wir haben früher immer im Logbuch stehen gehabt, die Termine für das nächste Jahr. Da konnten sich die Eltern danach richten und das hat auch weitgehend funktioniert. Ja, jetzt haben wir ja noch mal richtig schöne Sonne jetzt im Klassen. Ja, haben wir uns auch verdient. Schwierigkeiten.